ihre Gesichter also mit etwas namens Make-up. Wie die Kaja. Irgendwer hat meine Sachen hier reingestellt. Aloy, wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Das ist das Wegerecht, das Verschaf mir bei der Gesandtschaft gab. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Ich glaube, er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Als ich Hekaro traf, hielt ich ihn für einen blutrünstigen Kriegsherrn. Aber Verschaf hatte recht. Hekaro will Frieden. Das wird nicht einfach. Aber mit den neuen Marschällen wird seine Vision vielleicht wahr. Mein alter Speer. Rust hat ihn mir gebaut, als mein Training beendet war. Scheint ja eine Ewigkeit her zu sein. Als Val mich nach dem Hades-Testlabor fand, dachte ich, da wäre Rust. Er würde wohl nichts von dem hier begreifen. Oder von dem, was ich tun muss. Trotzdem. Ich wünschte, er wäre hier. Ich trage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Es war schon sehr seltsam, mit Beta zu reden. Jemanden zu sehen, der wie ich aussieht. Obwohl sie sich anscheinend völlig anders verhält als ich. Oder Elisabeth, in der Tat. Ha, die Tür ist jetzt offen. Gaia, was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Schaltstellenpersonal gedacht. Ich habe die Displays umfunktioniert, um Regalas Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. Hey. Aloy, ich hoffe, alles ist in Ordnung unter diesen Umständen. Ich komme klar. Gut. Meine Freundin Talana war wohl in der Basis. Konntest du sie kennenlernen? Nur kurz. Wie tapfer, sich mit ihrer Kaja-Rüstung in Tenakt-Gebiet zu wagen. Sie hat Glück, wenn mein Volk sie nicht bei Sichtkontakt erschießt. Sie wird aufpassen. Sie sucht jemanden, der ihre Hilfe benötigen könnte. Derjenige sollte es wert sein, für ihn zu sterben. Hast du schon mit Wald sprechen können? Nur kurz. Er hat bei Fahrlicht gut gegen Regalas Truppen gekämpft. Sind alle Nora so geschickt wie ihr beide? Ich bin nicht wirklich eine von ihnen. Aber ja, die Nora können sich verteidigen. Sie haben die Kaja aus ihren Ländereien vertrieben. Ich dachte, mein Stamm wäre der Einzige, der das geschafft hat. Beachtlich. Tut es immer noch weh? Mal mehr, mal weniger. Ich versuche nicht dran zu denken. Doch seine Abwesenheit ist mir immer präsent. Das ist schwer zu erklären. Ich kann es kaum verstehen. Nur nachempfinden. Dann gebührt dir mein Dank. Du sagtest, du hast mit dem Fokus trainiert? Das stimmt. Ich habe mir Hologramme deines ersten Kampfs mit den Zenith-Phantomen angesehen. Sie sind schneller und wendiger als alle Maschinen, denen ich je begegnet bin. Wie viele haben die Zenith? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich viele. Denen möchte ich nicht in Massen begegnen. Da bin ich deiner Meinung. Muss seltsam sein, jetzt alles durch einen Fokus zu sehen. Ich kann Maschinen sehen wie nie zuvor. Ihre Stärken und Schwächen werden mir
ganz von selbst gezeigt. Unglaublich, dass dieses kleine Ding die vielleicht mächtigste Waffe ist, die ich hier besessen habe. Äther aus dem Hain zu locken, war ein ziemliches Spektakel. Eins, das dem ganzen Stamm gezeigt hat, dass Hekaros Friedensmission der richtige Weg ist. Denn jetzt ist sie durch die Zehn selbst gesegnet. Ich muss jetzt gehen. Dann wieder zurück zum Training. Sieh an, wer zurück ist. Hast du gefunden, was du suchtest? Hab ich. Bald bekämpfen wir die Zeniths auf ihrem Gebiet. Bin gespannt. Ich hatte gehofft, du könntest mir bei etwas helfen. Es geht um die Tenakt-Rebellen. Und es hat mit den Osaram zu tun. Wirklich? Das klingt gar nicht gut. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Wie läuft es hier denn so? Sag du's mir. Vals neue Freundin wollte mich vorhin umbringen. Was hast du getan? Ich habe einen Witz gemacht. Darüber, wie sie, naja, viel Gras essen. Wer kann denn mit nichts als Blättern im Magen schon richtig kämpfen? So wie es aussieht, die Utaru. Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell ist. Lass dich einfach nicht verletzen. Siehst du immer noch die Daten durch? Ja, sie sind interessant, so voller Wörter. Ich dachte, ich könnte da versuchen, mehr Bilder drin zu finden. Da hatte ich nicht viel Glück, aber immerhin habe ich viel gelernt über Holofilme. Bilder, die zusammen eine Geschichte erzählen. Und es sieht alles ganz real aus. Ja, die Osserer mögen Shows. Für diese Holos würden sie jede Menge Scherben bezahlen. Ich habe eine Gruppe militanter Osaram entdeckt. Sie nennen sich Söhne des Prometheus. Offensichtlich überbrücken sie die Maschinen für die Tenakt-Rebellen. Ich dachte, das könnte außer dir niemand. Sie kennen die alte Technik. Und sie hassen die Kharja unendlich. Also, letztes Jahr hielten wir Derval und seine Leute davon ab, Meridian als Rache für die roten Raubzüge in die Luft zu jagen. Und jetzt erzählst du mir, dass eine Gruppe Osaram die Kharja womit auslöschen will? Eine Armee aus Maschinen und blutrünstigen Tenakt? Ganz genau. Das ist ja großartig! Kannst du mir helfen, herauszufinden, wer sie sind? Sie irgendwie zu finden und aufzuhalten? Ja, ich kann ein paar Nachrichten von Kettenkratz losschicken. Meine Kontakte im Anrecht fragen, ob sie etwas gehört haben. Ich danke dir. Du hast Streit aufgebaut. Wollen wir eine Runde spielen? Wirklich? Klar, spielen wir! Du hast mich besiegt. Was mich nicht überrascht. Eine kleine Ablenkung ab und zu tut immer gut, was? Ich sollte mal los. Okay. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Aloy, hast du noch eine von Gaias Unterfunktionen? Zwei habe ich, noch eine. Gut, dass ihre Heilung fortschreiten kann. Trainiert ihr eigentlich auch mit Erend? Wenn der Versuch, ihm einen Speer in den Bauch zu rammen, dazu zählt, dann ja. Das habe ich gehört. Bitte sag, dass du das nicht ernst meinst. Natürlich nicht. Gut. Ich wollte ihm nur ein paar Rippen brechen. Er nannte die Utaru Blattfresser und lachte, als ich sagte, dass einfache Bauern dennoch hervorragende Kämpfer sein können. Ehe ich mich versah, kämpften wir im Gemeinschaftsraum. Er ist langsam, aber er kann seinen Hammer schwingen. Schau nicht so besorgt. Wir sind gleich stark. Noch. Nächstes Mal fällt er wie ein Haufen Wildschwein-Dung.
Versucht nur, euch nicht umzubringen. Seinen Stolz zu verletzen würde reichen. Hast du noch was beim Datendurchsuchen gefunden? Val und ich haben uns die Tiere der alten Welt angesehen. Offenbar haben früher tausende Spezies mehr als heute die Gegenden durchstreift. Stell dir nur vor, ich würde sie so gern sehen. Sogar als Hologramme. Doch ich weiß, dass das ohne Artemis oder Apollo schwierig werden könnte. Wenigstens finde ich Trost darin, dass Gaia viele als Inspiration für Maschinen genommen hat. Ihr Andenken ehrt sie. Ich sollte mal los. Ja, du musst die Unterfunktion überbringen. Ja? Wie läuft es hier denn so? Sag du's mir. Vals neue Freundin wollte mich vorhin umbringen. Habe ich gehört. Ich habe einen Witz gemacht. Darüber, wie sie, naja, viel Gras essen. Wer kann denn... So wie es... Ja. Lass dich... Oh, und ich lass dich wissen, wenn ich mehr über die Söhne des Prometheus herausfinde. Ich auch. Macht dein Fokus wieder Probleme? Schon okay. Ich kann ihn mir mal ansehen. Nee, es geht schon, wenn ich ein paar Mal mit dem Daumen drauf klopfe. Willkommen zurück, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Na also, mehr Daten für die Kuppel. Hervorragende Wahl. Kannst du mal runterkommen? Beta hat etwas, das du hören musst. Okay. Ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Hi, Gaia. Hallo, Aloy. Es sind gerade einige Leute hier und sie lernen. Alles über dich, die alte Welt. Fast wie das, was passieren sollte, bevor Apollo gelöscht wurde. Ja. Der Verlust der Apollo-Datenbank war zwar katastrophal, aber es kann noch viel aus den Daten, die du entdeckt hast, gewonnen werden. Zum Beispiel hat Val die letzten Aufzeichnungen jener durchgesehen, die während der Pharaoh-Plage ihr Leben verloren haben. Von ihren Hoffnungen und Ängsten zu hören, erfüllte ihn mit Trauer. Sollte ich mir um irgendwas Sorgen machen? Ich denke nicht. Ich habe beschlossen, nicht einzuschreiten, damit er alles ganz allein verarbeiten kann. Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Elupia war es,
die eine neue Generation von Menschen geboren, genährt und akkulturiert hat. Apollos Aufgabe bestand darin, gewaltige Archive von Wissen und Kultur zu organisieren und zu verbreiten. Unglücklicherweise wurden sämtliche Apollo-Archive am 2. Februar 2066 auf Befehl von Ted Farrow gelöscht. Farrow, hä? Ich hasse den Typen. Nachvollziehbar. Er war offenbar krankhaft narzisstisch, impulsiv und instabil. Die drei fehlenden Funktionen haben ihren Zweck bereits erfüllt. Oder dies wurde verhindert. Brauchst du sie denn noch? Ihre verbleibenden Elemente wiederherzustellen würde meine heuristische Prozessordichte erhöhen und damit meine allgemeine Leistung. Da wir leider wissen, dass sie sich im Besitz von Far Zenith befinden, ist es wohl unmöglich, sie in nächster Zeit zu erhalten. Am besten bekommen wir sie wohl wieder, wenn wir die Zenith-Basis einnehmen. Aber dafür brauchen wir Hephaestus und Kampfmaschinen. Korrekt. Konntest du Poseidon einsetzen? Ja. Viele Flüsse, Ströme und Seen im regionalen Einzugsgebiet konnten entgiftet werden. Dadurch haben die Wachstumsraten der Rotalgen deutlich abgenommen. Meinen Daten zufolge scheint es jedoch in Küstennähe weiterhin ein sehr starkes Vorkommen von Rotalgen zu geben. Vielleicht sehe ich mir das einmal an. Also hat sich Poseidon die letzten 20 Jahre in Las Vegas versteckt. Den Daten zufolge verfügt die Stadt wohl über ein modernes Wasserrückgewinnungssystem. Ist er deshalb dahin gegangen? Wahrscheinlich. Um sich selbst zu schützen, suchte Poseidon einen sicheren Hafen mit Zugriff auf Wasserversorgungsfunktionen. Dort, umhüllt von einer schützenden Kuppel, konnte er sich gegen alle Bedrohungen verteidigen. Wie drei Osaram-Schausteller. Ich schätze, das war nicht das erste Mal, dass er Eindringlinge abwehren musste. Also, sobald Hephaestus mit dir verschmolzen ist, kannst du wieder eine Massenproduktion von Maschinen in Brutstätten weltweit durchführen? Ja. Und das Verhalten der Maschinen festlegen. Oder sie sogar direkt steuern. Könntest du eine Armee Maschinen bauen, die Zeniths eliminiert? Es liegt in meiner Natur, sämtliche nötigen Schritte zu unternehmen, die das Leben schützen, vor allem das Menschliche. Also ja, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus habe, könnte ich eine solche Armee bauen und befehligen. Angesichts der Bedrohung durch Far Zenith könnte das unsere einzige Option sein. Allerdings muss ich zugeben, dass ich eine solche Technologie nur ungern zum Töten einsetze, egal wie aggressiv der Feind sein mag. Das ist gut. Das heißt, du hast ein Gewissen. Wie es Elizabeth wollte. Genau. Beta glaubt, die Zeniths möchten das Leben auf der Erde mit dem Terraforming-System vernichten. Neu anfangen und sie nach ihren Wünschen gestalten. Was unsere Hypothese weiter stützt. Wieso? Mit ihrer Technologie könnten sie die Stämme der Welt mit einfacheren Mitteln auslöschen. Und wenn sie die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben, würden sie die Biosphäre nicht haben wollen wie damals? In ihrer Kolonie auf Sirius haben sie sich bestimmt anderen planetaren Bedingungen angepasst. Vielleicht versuchen sie, diese Umgebung hier nachzubilden. Die Erde zu einem neuen Sirius machen. Ihrem persönlichen Spielplatz. Und die Zeniths sind das Volk, das die Erde verlassen hat. Physisch unsterblich. Wie haben sie das geschafft? Soweit wir von Far Zenith wissen, ist es plausibel, dass prominente Genetiker und Ingenieure einen Platz an Bord der Odyssee bekommen haben. Im Tausch gegen ihre Kenntnisse. Mit genug Zeit, Technologie und Ressourcen kann jede Herausforderung überwunden werden.
So wie Minerva die Deaktivierungscodes für die Pharaoh-Plage generiert hat. Ganz genau. Die Zeniths. Gerard, Eric, Tilda, Verbena. Beta sagte, sie gehörten zu den mächtigsten Menschen der Erde. Weißt du irgendetwas über sie? Leider weiß ich nichts. Meine Personendatenbank kennt nur die, die an Zero Dawn gearbeitet haben. Außerdem scheint Farzenith recht verschwiegen in Bezug auf seine Mitarbeiter zu sein. Nur einer, Oswald Dahlgard, wurde je öffentlich bekannt. Genau. Er war damals der Sprecher ihrer alten Startanlage. Was wir aus deinen und Betas Erfahrungen schließen können, ist, dass die Zeniths gnadenlos ihre Ziele verfolgen. Um das Leben auf der Erde zu schützen, müssen wir sie aufhalten. Das Ausrottungssignal weckte nicht nur Hades, sondern auch das Bewusstsein der Unterfunktion. Warum? Das habe ich mich selbst gefragt. So wie ich das sehe, war Hades das einzige Ziel und das teilweise vorhandene Bewusstsein der anderen Unterfunktionen ein Nebenprodukt. Ein so präzises Signal erfordert Wissen über das System. Woher hatten die Zeniths das? Laut den Daten auf deinem Fokus hatte Farzenith einen Informanten bei der Entwicklung von Zero Dawn. Hank Shaw. Er sollte eine Kopie des Systems für Farzenith stehlen. Aber Elizabeth und Travis Tate hielten ihn auf. Ja. Wahrscheinlich hat Farzenith das Wissen über das System trotz seines Scheiterns durch ihn erhalten. Also, was Beta mir erzählt hat, liegt nahe, dass die Technologie der Zeniths in vielerlei Hinsicht sehr mächtig ist, nicht wahr? Ja. Wie deine Begegnungen mit ihnen anschaulich zeigen, setzen sie wohl sehr gern Roboter-Servitoren ein. Außerdem verfügen sie anscheinend über eine Art Energieschutzfeld, das sie vor Schaden beschützt. Sie waren unzerstörbar, aber die Waffe der Rebellen hat ihren Schild zerlegt. Im Laufe der Geschichte wurde jede Verteidigungstechnologie irgendwann von einem offensiven Gegenstück bezwungen. Uns fehlt zwar die Anti-Schild-Waffe, wenn ich aber Hephaestus absorbieren und damit eine enorm große Armee Kampfmaschinen bauen würde, könnte kein Schild diesem Ansturm auf Dauer standhalten. Es gibt Hoffnung. Immer. Als ich unten in Vegas war, fand ich Daten über den Mann, der die Kuppel über der Stadt erbaut hat. Stanley Chen. Er war wohl ein Mitglied von Farzenith. Aber wenn er Vegas so geliebt hat, wieso gab er es auf? Wieso hat er es nicht gerettet? Die Zeniths haben sich als außerordentliche Überlebenskünstler bewiesen. Angesichts ihrer fast sicheren Auslöschung entschlossen sie sich zur Flucht. Und doch, was er erreicht hat. Wasser in der Wüste, eine ganze Stadt wieder zum Leben erweckt. 1000 Jahre später war der Ort immer noch in Bereitschaft und wartete, dass jemand vorbeikäme, um ihn aufzuwecken. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung der Außenbedingungen? Ja. Von hier aus beobachteten die Betreiber der Anlage Wetter- und Maschinenaktivität in Echtzeit. Es könnte möglich sein, mehr Funktionen dieses Raums zu reparieren, wenn du weitere Kameras findest und wieder anschließt. Ich halte nach Ausschau. Ich gehe dann mal los. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Alles Gute, Isaac.
Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen Kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Beta? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitoraufseher bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hört es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Farzenith und Zero Dawn. Sie kannte Elisabeth Zobeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gerne über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre. Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Zeniths wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Mich allein beschäftigen.